Hallo, schön, dass du da bist in meiner Floristik-Online-Schule. Herzlich willkommen. Ich zeige dir heute einen super, super einfach erklärten Zapfenkranz in ganz vielen Schritten. Und das Beste daran ist eigentlich, dass es wirklich für Anfänger und für Fortgeschrittene ganz toll nachzumachen, weil ich habe das in ganz vielen, vielen Schritten untergliedert und habe das richtig, richtig verständlich und gut erklärt und habe alle Details genannt. Und ich würde mich total freuen, wenn du weiter guckst und genau guckst, wie das geht und dir auch so einen Kranz nachmachst. Ich habe heute ein ganz tolles, umfangreiches Schulungsvideo, ja, ganz viele Videos, nicht nur eins, mit Auflistung, mit ganz, ganz detaillierten Anleitungen für diesen wunderschönen Zapfenkranz gemacht und bereitgestellt. Und das Beste daran ist, dass wirklich, dass das für Anfänger und für Fortgeschrittene sehr, sehr gut machbar ist, weil ich habe das alles Schritt für Schritt in ganz detaillierten Anleitungen mit allem, was man braucht, wo man es herbekommt. Also mit unglaublich vielen Details erkläre ich das und zeige das in dem Video. Und ich glaube, einfacher geht's kaum. Und für so einen schönen Kranz ist das eine, denke ich, wirklich tolle Anleitung. Und ich würde mich freuen, wenn du in meiner Online-Floristikschule weiterschaust. Ja, welche Materialien brauche ich nun für den Zapfenkranz? Ich habe mich natürlich bestens vorbereitet und habe hier alle Materialien da. Ich brauche natürlich, ganz wichtig, ich brauche Zapfen. Ganz viele verschiedene Zapfen, verschiedene Größen. Das sind dann längliche, große Zapfen. Das sind runde Zapfen, also wirklich verschiedene Formate. Es kann auch mal ein Tannenzapfen dabei sein, habe ich jetzt hier nicht dabei. Es gibt so schöne kleine Zapfen von der Douglasie, die haben diese kleinen Füßchen, ja, die sind so ein bisschen länglich. Dann gibt es runde Zapfen. Ich würde nur gucken, dass ich jetzt nicht so ganz kleine, ja, die brauchen schon ein bisschen Größe. Das sind jetzt wirklich mal die verschiedenen Zapfenarten. Und das müssen nicht genau diese Zapfen sein, das dürfen auch andere sein, aber schön ist einfach, dass es eine lebendige, schöne Mischung ist. Dann brauchen wir natürlich auch Nüsse, soll ja auch weihnachtlich werden. Sehr, sehr schön sind Walnüsse, wenn sie auch etwas größer sind, sind auch ganz toll Haselnüsse. Die haben hier also eine ganz wunderschöne Kastanienfärbung. Dann Orangenscheiben sind immer toll, Apfelscheiben. Weihnachtlich wird das Ganze natürlich auch mit Weihnachtskugeln. Und diese würde ich in verschiedenen Farben oder verschiedene Schattierungen, glänzend und matt, ist immer schön, wenn es so eine Mischung ist aus glänzend und matt. Und da wir jetzt auch viel mit Natur arbeiten, ist es auch sehr schön, wenn man nicht nur rot, weil heute der Zapfenkranz bekommt heute rote Kerzen. Wenn es nicht nur rot, kann auch mal ein Naturton, ein erdiger sein, als Verbindung zu den Zapfen. Des Weiteren brauche ich schöne Kerzen. Kerzen sind sehr, sehr wichtig, dass die eine gute Qualität haben. Ich finde Rustikkerzen ganz toll. Ich liebe durchgefärbte Kerzen. Und sehr gut und wichtig ist auch, dass die Kerzen den Sicherheitsstandard erfüllen. Das heißt, die haben dieses Sicherheitsplättchen drin, dass die Kerze von selber ausgeht. Ganz, ganz wichtig. Bleiben wir noch bei der Deko. Für die Deko nehmen wir auch noch, hier habe ich optional mal hingelegt, das sind Erlenzapfen. Dann habe ich, das ist eine Frucht, das ist eine Trockenfrucht, die nennt sich Canella. Man kann auch Hagebutten wachsen, ja, also Abwandlungen sind natürlich immer erlaubt. Das ist jetzt alles nicht in Stein gemeißelt, was ich hier zeige. Sehr schön sind später Elche,
kleine Elche. Und da habe ich jetzt dann Elch, Moment, ich muss gerade mal die Hand nehmen. Da habe ich jetzt Elch Mama und Elch Baby. Herz allerliebst. Ein bisschen Glimmer muss auch immer sein im Leben. Sternchen in passenden Farben dazu. Sterne in klein mit Glitzer. Dann Sterne, Kokossterne, die also aus Kokosschale ausgeschnitten sind. Passend zu den Kerzen, finde ich auch immer sehr schön. Optional gibt es auch Bändchen. Und dann brauche ich natürlich auch Werkzeug. Werkzeug ist ganz wichtig, ich brauche eine Kombizange. Dann eine Drahtschere, weil ich dicke Drähte schneiden muss. Zeige ich gleich noch die Drähte dazu. Wickeldraht. Ich brauche eine gute Gartenschere, Baumschere, Floristenschere. Dann eine Heißklebepistole. Ist unerlässlich, um Materialien zu fixieren. Und die entsprechende Munition dazu, die Heißklebesticks. Und ich brauche Drähte. Moment, hier sind sie. Ich brauche Drähte. Wozu? Kommt später. Schöne feste Drähte. Das ist also ein dicker schwarzer Draht. Und ich brauche Strohrömer. Nicht zu dünn. Also gern so eine, das ist jetzt 6 cm, 30 cm Durchmesser. Und zu guter Letzt, natürlich brauche ich gutes Moos. Weil ohne Moos ist auch nichts los. Aber wo ich diese ganzen Materialien bekomme, das kommt jetzt im nächsten Kapitel. Ich habe noch ein Material gefunden, das ich natürlich auf jeden Fall brauche. Und zwar, ich brauche schöne Zweige. Und was hier ganz toll gewachsen ist, brauche eine Korkenzieherhaselnuss. Habe ich. Wo bekomme ich jetzt diese wunderschöne Korkenzieherhaselnuss her? Diese tollen Zweige? Ja, also die gibt es natürlich nicht immer zu kaufen. Ich würde auch mal im Freundeskreis rumfragen, wer so einen tollen Baum in seinem Garten stehen hat. Ich würde mal die Augen ein bisschen offen halten und ich würde einfach fragen, ein bisschen im Umkreis fragen, gucken, wer sowas hat. Also man muss so ein bisschen suchen und dass man so eine kleine, schöne Rarität bekommt, weil genau sowas brauchen wir natürlich für unseren hübschen Zapfenkranz als Deko. Falls du keine Korkenzieherhaselnuss bekommst, gibt es noch eine schöne Alternative. Und zwar, wenn ein Birnbaum so schöne Verzweigungen hat, dann kann man auch ganz toll einen Birnbaumast verwenden. Ich will ihn jetzt nicht abschneiden, weil ich brauche ihn heute nicht. Aber da hat man auch so, wenn man hier die Blätter abzupft, hat man hier so wunderschöne Verzweigungen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Alternative dazu. Stellt sich natürlich die große Frage, wenn man so ein schönes Projekt hat, wo bekomme ich diese Materialien alle her? Also das eine ist natürlich, für einen Zapfenkranz ist es natürlich sehr schön, wenn man Zapfen sammelt. Ja, kann man tolle Zapfen sammeln gehen. Ein kleiner Exkurs zu dem Thema Wellingtonia-Zapfen. Also es gibt auch Verzeichnisse im Internet für Mammutbäume. Es gibt auch große Parks, das sind so tolle Bäume. Da kann man also diese tollen Wellingtonia-Zapfen, haben auch schon Abonnenten von mir, haben wirklich rausgefunden, wo diese Bäume stehen. Das sind wunderschöne, große Mammutbäume mit dieser rötlichen Rinde. Die sind ganz irre. Und da findet man diese kleinen, unscheinbaren Wellingtonia-Zapfen, die eigentlich kaum jemand kennt. Ich liebe sie. Aber es gibt ganz viele verschiedene Zapfen, die man nehmen kann. Ich sammle immer fleißig Zapfen. Und hier ist ein wunderbarer Baum, das ist ein Wellingtonia-Mammutbaum. Es gibt, viele sagen ja immer, wo finde ich denn solche tollen Bäume? Es gibt Verzeichnisse, also das ist jetzt wirklich ein Mammutbaum, Wellingtonia schreibe ich nochmal rein. Und wenn man hier überall guckt, dieser große Baum, da gibt es dann ganz viele, gibt es hier überall diese wunderschönen Zapfen, die wir auch natürlich auch für den Zapfenkranz brauchen.
Im unreifen Zustand sieht man hier, sind die hier so hellgrün, sieht man es hier schön in der Sonne. Und wenn die reif sind, also man sollte immer im Sommer Zapfen sammeln, aber es ist jetzt auch Herbst und es liegen immer noch unglaublich viele Zapfen unter diesem Baum. Die Ernte lohnt sich, wie man hier sieht. Und wenn man die frisch gesammelt hat, auf jeden Fall erstmal in dem Korb in die Sonne draußen an der Luft schön trocknen lassen, weil wenn man die jetzt feucht sammelt und in den Korb macht, dann werden die schimmelig und gammelig. Ja, und das ist natürlich schade, weil das ist so eine wunderbare Ernte und so ein toller Vorrat für unseren tollen Zapfenkranz, für viele Arbeiten. Und das ist wirklich ein ganz besonders toller, ja, sie haben eine ganz besonders tolle Form, weil sie ja wie so gewellt sind, wie gelockt. Also ich liebe diese Zapfen und die müssen auch unbedingt in den Kranz rein bei mir. Sehr schön sind auch die kleineren Kieferzapfen, die kleinen runden Douglasienzapfen. Diese Zapfen kann man alles sammeln und muss mit offenen Augen durch die Natur gehen. Sommer, Herbst ist eine wunderbare Zeit zum Zapfen sammeln. Und ich zeige euch auch das ist ein Strobuszapfen und es gibt also auch das ist auch in Parks und die sind sehr, sehr groß. Das sind sogenannte Strobusfichten. Und das ist jetzt ein selbstgesammelter Strobuszapfen. Es gibt auch gekaufte Strobuszapfen und ich habe bewusst in dem Video jetzt mal beides gezeigt. Die sind lackiert, ja, also entweder man nimmt selber einen Klarlack und macht diesen Zapfen, dass der so schön glänzend ist. Ich weiß nicht, ob man es ganz so glänzend hinbekommt. Oder man kauft natürlich diese schönen Strobuszapfen, die man auch später für das Video nochmal speziell, bekommt man noch eine spezielle Form hin. Das zeige ich aber nachher. Also Strobuszapfen sind für die Gestaltung von diesem Zapfenkranz unglaublich wichtig. Geübte Zapfensammler laufen überall mit Blick auf den Boden und ich bin hier in einem schönen Kurpark und es gibt hier diese tollen Strobuszapfen, die sind normalerweise auch wirklich noch deutlich länger, also doppelt so lang etwa, und das sind diese tollen Zapfen, ich schmeiß mal die anderen wieder weg, die ich auch dann später teilen kann und die so wunderbar um den Adventskranz rumgeschmiegt werden. Also diese schönen Zapfen mit diesen großen Schuppen, die sind wunderbar für den Zapfen-Adventskranz. Und man erkennt es wohl am besten, indem man auf den Boden guckt. Die Strobusfichten sind unglaublich groß und sind sehr, sehr ausladend. Wenn man keine Zapfen hat oder keine Zapfen gesammelt hat, also man kann immer noch sammeln, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, beim Floristen zu fragen. Oder ich habe auch in ganz, ganz viel im Internet gesucht und geguckt, wo ich Sachen bestellen kann. Und ein super Partner von mir ist Floristik24. Da bekommst du mit 10% Rabatt tolle Zapfen. Und da zeige ich dir auch nochmal in dem Video, welche Zapfen ich dir auch vorschlagen würde für diesen Kranz. Ja, dann mache ich schiebe ich ein kleines Video dazwischen. Zapfen kannst du sehr, sehr gut bei Floristik24 bestellen. Du gehst auf die Seite floristik24.de oder .at oder .ch. Hier gehst du auf Gedenkfloristik, dann wählst du Zapfen aus. Und wenn du scrollst, siehst du sehr schöne Zapfensorten. Bergkiefernzapfen eignen sich zum Beispiel sehr gut. Am einfachsten ist es allerdings, wenn du einen Zapfenmix nimmst, Zapfenmix Natur. Das ist ein sehr schönes Sortiment und für den Zapfenkranz sind natürlich wunderbar geeignet die tollen Strobuszapfen. Die kannst du anklicken, legst sie in den Warenkorb und im Warenkorb kommt am Ende des Bestellvorgangs ein Eingabefeld, wo du den Rabattcode MARGIT eingeben kannst. Und mit dem dann, jetzt müsste ich alles eingeben, mit dem dann 10% von deinem Einkauf abgezogen werden und den du als Fanrabatt von MARGIT erhältst. Desgleichen bekommst du dort auch oder im Bastelbedarf oder beim Floristen Strohrömer. Die Strohrömer sollten nicht zu dünn sein, weil da sollen ja auch die Kerzen dann drauf später.
Und damit die gut verankert werden können, muss also der Strohrömer, ja, also der ist jetzt 6 cm breit. Das würde ich empfehlen. Wenn deine Kerzen schmäler sind, kannst du auch ein bisschen schmäleren nehmen. Aber von der Optik her ist es schöner, wenn das ein schöner, dicker Strohrömer ist. Und diese Größe ist jetzt 30 cm. Also die empfehle ich. Dann brauchst du natürlich Moos. Moos bekommst du beim Floristen. Moos im Wald sammeln ist verboten. Das würde ich nicht machen. Das würde ich auch nicht empfehlen. Und Moos ist wunderbar grün. Wenn man es sammelt, ist es, wenn es feucht ist, kann man es in Kisten schön ausbreiten und trocknen. Und dann trocknet dieses Moos, so wie es ist, wunderbar ein und wird nicht gammelig, ja, sondern dieses Moos behält dann wunderbar diese grüne Farbe. Gibt aber auch noch so kleine Tricks zum Thema Materialien, was immer schön ist und was man sich zum Thema Moos, Moment, ein kleiner Insider-Tipp, was man sich zum Thema Moos natürlich immer auch mal anschaffen kann, weil manchmal ist das Moos beige und hässlich, ist ein Moos-Spray. Auch das ist aktuell sogar bei Floristik24 reduziert. Und damit bekommt man das Moos immer wieder wunderschön grün und das sieht total knackig aus. Ich habe es immer da. Ich finde es klasse. Ja, des Weiteren sind auch für diesen Zapfenkranz Nüsse sehr, sehr schön. Walnüsse, Haselnüsse. Kannst du ja eigentlich im örtlichen Supermarkt kaufen. Gibt es ja überall. Schön ist es, wenn die Haselnüsse recht groß sind, falls du Haselnüsse nimmst und nicht so klein. Ja, dass es nicht so Mini-Nüsschen sind. Orangenscheiben kannst du theoretisch sogar selbst trocknen auf der Heizung oder im Backofen. Oder auch Apfelscheiben. Oder auch hier gibt es auch die, das gibt es alles bei Floristik24. Also ich habe bei anderen Anbietern gesucht, die mehr in die Bastelbedarfsrichtung gingen und die hatten eben nie diese Floristikbedarfsartikel. Und da habe ich immer gesucht und habe gedacht, da haben mir ganz viele Sachen, ganz viele Materialien gefehlt oder ich fand einfach die Preise nicht okay. Und deswegen bin ich letztendlich dann doch bei diesem Anbieter gelandet. Dann brauchen wir natürlich den Draht. Draht bekommst du auch im Internet. Auch bei Floristik24 Drähte, schöne Farben an Drähten, ein schönes Gold, Orange, gibt es auch tolle Grüntöne, ja, gibt es wunderbar schönen gelackten Draht. Und ich brauche natürlich einen Myrtendraht, mit dem ich mit dem ich das Moos fixiere. Wie? Kommt natürlich im nächsten Kapitel. Aber Drähte sind sehr, sehr wichtig und um bei den Drähten zu bleiben, Drähte brauche ich auch, um die Kerzen zu fixieren. Ich muss ja später diese Kerzen auf diesem Strohrömer verankern. Aber wie das geht, das kommt nachher. Aber diese Drähte bekomme ich auch im Internet oder beim Floristen, der auch Drähte da hat. Dann brauchen wir Weihnachtsdeko, die vermutlich fast jeder von euch schon zu Hause hat. Schöne Kugeln, das sind Spiegelbeeren, die kleinen, diese an den Drähten, die kommen immer so im Dreierpärchen. Also Weihnachtsdekoration gibt es ja, brauche ich gar nicht sagen, wo es das überall gibt. Fast überall. Also das ist da sehr leicht erhältlich. Ein paar gute Kerzen bekommst du sicherlich auch gute Kerzen. Also ich würde zumindest nicht bei einem Discounter Kerzen kaufen, um mal auszuschließen, wo es die gibt. Ich würde auch empfehlen, durchgefärbte Kerzen zu kaufen und die sogenannten Sicherheitskerzen, also die Safe Candle, die so ein Blättchen drin haben, dass die Kerze ausgeht und dass eben die Unterlage nicht anfängt zu brennen. Und deswegen sage ich bei Kerzen jetzt nicht nur genau wo, sondern ich würde einfach den Ausschluss machen. Ich würde die Kerzen auf keinen Fall zu billig kaufen, weil es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Anbieter von Kerzen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Deko, die ja jedem selber überlassen ist. Brauchen Sternchen, Sternchen, schön ist auch diese kleinen Hirsche. Das sind auch wieder so Weihnachtsdeko-Artikel, die du im Grunde genommen fast überall bekommst. Da ist auch jetzt die Quelle, brauche ich gar nicht nennen. Wir brauchen Werkzeug. Die Kombizange findest du vermutlich im Werkzeugkasten von deinem Mann.
weil eigentlich hat jeder Mann eine Kombizange. Die ist auch ganz wichtig, um die Drähte nachher anzufassen oder richtig festzuhalten. Das geht sonst nicht. Wichtig ist eine gute Drahtschere, weil wenn ich diese Drähte schneide, vor allem wenn es so dicke Drähte sind, dann brauche ich entsprechendes Werkzeug, um diese Drähte anzuschneiden. Ich brauche einen Wickeldraht, einen stabilen Draht. Ja, das ist jetzt der grün gelackte Wickeldraht. Ist schön, weil der grün wird nicht gesehen auf dem Moos, ja, ist fast unsichtbar. Ist ein ganz wichtiges Utensil und eine gute Gartenschere. Also ich bekomme wirklich die meisten von den Sachen tatsächlich bei Floristik24 oder in einem gut sortierten Bastelbedarf, der allerdings leider zu wenig Floristik für meinen Geschmack meistens hat. Und wir kleben die Weihnachtsdekoration immer. Das heißt, ich brauche eine Heißklebepistole. Und es ist wie bei einer Pistole, wir brauchen natürlich auch Munition, weil ohne Munition funktioniert auch die Pistole nicht. Das heißt, wir brauchen auch Heißklebesticks, aber keine Niedrigtemperatur, sondern die normalen Heißklebesticks. Da gibt es auch noch zweierlei Abstufungen und der normale Heißkleber, die werden dann geschmolzen in der Heißklebepistole. Und ich glaube, wenn wir das alles haben, dann sind wir schon super gerüstet, um in unseren nächsten Schritt zu gehen, nämlich unseren wunderschönen Kranz zu produzieren. Musik